So, und damit herzlich willkommen zum ersten Livestream bei QSO4U. Und heute habe ich hier zwei Gäste. Also erstmal mein Name ist Steffen Kolb, falls ihr mich nicht erkannt habt hier über den Livestream. Und hier im Livestream ist heute auch noch der David. Sag mal Ja, Hallo. servus, kennen wir ja Und bestimmt auch. ja, David kennt er vielleicht auch, hat schon öfters mal was bei uns gemacht. Und der Armin, das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Zuschauer der ersten Stunde, der ist heute auch mal mit dabei, weil der hat uns eigentlich auf die Idee gebracht mit dem Livestream zu Windows 10. Um 18 Uhr geht's offiziell los bei Microsoft, also ihr verpasst nichts. Und wir werden das Ganze so ein bisschen kommentieren, weil ich glaube, es ist keine Live-Übersetzung auf Deutsch geplant. Ich weiß es nicht. Bei Microsoft weiß man nie so genau. Und ja, und dann wollen wir einfach mal schauen. Und wir werden das jetzt nochmal in den sozialen Medien posten. Armin, sag doch auch mal Hallo. Ja, hallo. Genau, der Armin betreibt übrigens auch einen YouTube-Channel, also kannst du jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen, solange teile ich hier auf Facebook alles. Ja, youtube.com/armin2208tv. Da Genau. gibt's Gaming-Videos, mehr oder weniger. Genau, naja, wir wollen ja auch ein bisschen dich promoten. Du hast uns ja auf die Idee gebracht mit dem Livestream. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das mittlerweile auch alles live ist. Hast du den mal Also ich offen, habe mal gehört, David? bei mir ist es offen und das passt alles. Also es sind so 10 Sekunden Versatz, aber ist Das ist okay. normal. Das ist Ja, normal. und man So hört uns passt. auch. Das ist hoffentlich Ja, man hört gegeben. uns. Also ich habe dich schon die ganze Zeit reden gehört. Ah, perfekt. Ja, wenn man mich reden hört, dann ist immer alles in Ordnung. Müsst ihr wissen. Ja, das Ganze ist natürlich auch interaktiv. Also ihr könnt auch, ihr sollt auch, ihr müsst auch kommentieren. Das könnt ihr entweder direkt auf unserer Website machen in den Kommentaren. Das geht auch recht fix. Das ist auch alles gepusht. Das heißt, ihr müsst die Seite nicht neu laden, um die neuen Kommentare zu sehen. Ja, und wir werden da natürlich auch regelmäßig reingucken auf die ganze Geschichte und werden dann auf eure Kommentare natürlich eingehen. Und ja, was habt ihr so für Erwartungen in Windows 10? Fangen wir vielleicht bei unserem Gast an. Armin, was erwartest du dir oder wünschst du dir vielleicht in Windows 10? Hast du da irgendwelche Sachen? Ja, sehr, sehr viel, aber das, was niemals passieren wird, weil ne, Microsoft will ja immer Kompatibilität haben zu alten Windows-Versionen. Und das könnte stören manchmal. Ja. Und ich möchte, dass die jetzt mal endlich mal wieder was komplett Neues erschaffen und nicht immer auf das Alte setzen. Also meinst du auch vom Code her, dass du da einfach mal einen Quellcode reinbasteln? Richtig. Ja, gut. Ich sag mal so, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das passieren wird. Also ich will jetzt nichts spoilern, ich weiß auch noch nichts Genaues. Ich meine, ich arbeite ja nicht bei Microsoft, aber die wollen das Ganze ja auf allen Plattformen bringen. Das heißt, also irgendwie müssen sie es ja auch schaffen dann, sag ich mal, dass der Kernel von Windows 10 auch auf einem Windows Phone läuft, auf einem Tablet problemlos läuft. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sehr viel neu gecodet wird. Aber wie gesagt, das ist nur so eine Vermutung. Bisher können wir ja auch alles nur vermuten. So, David, hau mal deine Wünsche an. Wie heißt denn nochmal? Nutella? Nutella. Raus. Nutella, Nutella. genau, Ah, der neue Nutella. Microsoft-Chef. Ach Nutella. so, okay. Nee, was ich mir auf jeden Fall wieder erhoffe, ist auf jeden Fall, das ist eigentlich fast das Wichtigste für mich, ein System, was stabil läuft und wo einfach, ich sage jetzt mal, nicht so viel Schnickschnack, tausend Sachen drum, sondern die wichtigsten Feature einfach, wo ich mich drauf verlassen kann, das passt immer, dass es einfach generell stabiler wird, sicherheitsmäßig alles immer passt. Das sind immer so die größten Hoffnungen, die ich habe, weil ich brauche ja nur mal Windows Vista erwähnen. Das war ja, glaube ich, der größte Reinfall, den es so je gab. Ah Und ja, sowas allerdings, ja. erhoffe ich mir schon mal nicht. Und ich denke mal, es gibt schon viele coole Sachen. Das Startmenü ist jetzt auch wieder ja, also noch mehr präsent anscheinend, haben sie ja wieder vorgehabt. Und es wird natürlich, denke ich, sehr spannend. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, ich sag mal so, diese Startmenü-Konstellation, die ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ich denke mal, das passt so zu der neuen Oberfläche dazu. Also ich habe mir das ja schon angeguckt. Jetzt nicht wegschalten, aber ich habe dazu schon ein Video gemacht. Ich werde das natürlich verlinken, wenn der Livestream zu Ende ist, könnt ihr euch dann gerne reinziehen. Da geht es dann um die Windows 10 Beta, die habe ich da schon mal angetestet. Ja, also ich denke mal, das ist der richtige Weg, dass man in das Startmenü dann halt auch meinetwegen noch ein paar Kacheln mit reinpackt. Auch wenn es vielleicht kritisiert ist, aber ich fand, das war die logische Konsequenz. Die Metro-Oberfläche oder die Modern UI, wie sie ja heißt, die will keiner. Also muss man ja irgendwie diese Kacheln reinbringen. Und Kacheln gibt es überall. Und wenn man gerade dieses Betriebssystem auf eine Plattform packen möchte, die auch mobil
Geräte unterstützt und dann halt auch Tablets, Smartphones. Da bleibt einem eigentlich nur der Weg zu so einem Startmenü. Also so sehe ich das zumindest, ohne Microsoft da groß Bauchpinseln zu wollen. Das ist einfach so. Du sollst noch mal ganz kurz, sorry, ich danke, aber in den Stream reinschauen. Ich weiß nicht, ob dazu gehört, wie es gerade ist, weil das, was er bei mir anzeigt, sieht ist nicht viel. Ja, genau, so ein grauen Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das so passt. Nur ja, kurz also ich, hier. Ich bin alle noch ein bisschen aufgeregt, ist ja unser erster Livestream und so, nicht, dass irgendwas ja, genau. nicht läuft hier. Genau, also man muss auch dazu sagen, also falls ihr euch jetzt zum ersten Mal auf unserer Seite verirrt habt, weil ihr über den Hashtag hier drauf gekommen seid oder über Facebook oder wie auch immer, wir von QSO4U machen heute zum ersten Mal einen Livestream und wir haben das jetzt lange geplant, die letzten 3 Tage eigentlich. Und wir wollen das natürlich in Zukunft öfters machen, aber ja. Also David, ich bin ja gerade auf unserem Streaming-Server, von dem wir das ja übertragen, irgendwie die Seite ist ziemlich überlastet. Wen wundert's? Ist okay, halt also bei mir, du musst ja nur auf Watch the Briefing Now, dann kommt's ja auch. Also bei mir lädt's, also bei mir steht halt live und das passt. Ja, also ich weiß nicht, warte mal, bei mir ist jetzt gerade nur weiße Seite, aber es wird dann schon kommen. Wir haben ja noch 5 Minuten Zeit. Naja, vielleicht, ja, wolltet ihr noch irgendwas dazu sagen oder zu Windows 10 jetzt allgemein? Nein, also ich wollte noch dazu sagen, dass ich das Startmenü von Windows 8 mochte. Ach so, also praktisch mit der Modern UI-Oberfläche. Ja, gut. Ja, wenn man mal mein Startmenü jetzt von Windows 7 anguckt, ne, das ist zugeklatscht mit Programmen. Da fand ich diese schöne Liste, wo man auch Kategorien machen konnte, viel besser. Stimmt, also so zumüllen konnte man das Ganze nicht mehr. Also egal, wie schrottig man seinen PC behandelt hat, es sah immer irgendwie ordentlich aus. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also was ich gerade noch so mitbekommen habe, man diskutiert ja gerade im Internet, dass bei Windows 10 das Bild 10.000 schon oder 10.000 bereits schon kompiliert wäre. Und spekuliert man, ob man jetzt das schon als Consumer Preview bekommt dann oder noch eine ältere Version. Ja, das dann noch heißt das gut im Internet. Ja, also da sind wir mal gespannt. Ich habe auch schon was angelesen heute, dass auch ein bisschen über Windows Phone geplaudert wird, logischerweise die logische Konsequenz. Und was wir noch ganz vergessen haben, das ist ja die Konsole, die Xbox von Microsoft. Auf der soll natürlich dann auch sowas in der Art laufen, ist ja klar. Ne? Also das wird dann auch nochmal interessant. Wobei ich gestehen muss, von Xboxen, da habe ich keine Ahnung. Also da trifft er mich auf den falschen Fuß. Wenn ihr aber Fragen vielleicht habt... Also ich kann dazu was sagen. DirectX 12 wird auf der Xbox One kommen und soll die Leistung verbessern. Und es könnte sein, dass die Xbox One dann mit der PS4 von der Leistung her theoretisch gleichstehen könnte. Ah ja. Ja, ich sag mal so, theoretisch. Es ist ja auch immer eine Geschichte von der Hardware. Und ich weiß nicht, zum Beispiel... was zum Beispiel Sony für ein Betriebssystem verwendet. Ich nehme an, das ist irgendwas mit einem Embedded Linux-System oder so, könnte ich mir vorstellen. Und ja, man muss halt einfach mal abwarten. Aber Konsolen sind ja sowieso erfahrungsgemäß immer so ein bisschen hinken die hinterher. Das ist ja ganz normal, sag ich mal. Weil ein PC, da kannst du halt reinpfeffern, was du willst. Und deswegen, wer halt wirklich Spiele in der höchsten Auflösung spielen will, der wird auch in Zukunft immer auf dem PC bleiben müssen. Also denke ich mal nicht, dass sich da was ändern wird. Also auch wenn, gut, vielleicht wenn Cloud Gaming dann immer in aller Munde kommt, aber dazu muss ja erstmal unsere Infrastruktur in Deutschland das hergeben. Wenn man dann mit 16.000 rumkriegt, wie unser einer hier, dann wird das sehr schwierig. Ja. Wobei ich noch sagen muss, dass der PC wegen Konsolen auch vernachlässigt wird ein bisschen. Ja, gut. Ja, hier GTA 5 ist mal das Beispiel, ne? Ist ja wie also bei mir lädt die Seite gar nicht mehr, das ist ja ist auch schlimm. Gut. Ja, bei mir lädt sie schon, also das passt, aber. Ja, das ist super, das ist, aber unsere komisch. Zuschauer wollen ja auch was sehen. Was mich übrigens interessiert, bei der Xbox One läuft ja laut Microsoft nur DirectX. Was ist eigentlich mit Mantle? Weil die Xbox One benutzt ja AMD-Prozessor und GPU. Ach so, ja. Ja, das ist halt auch die Frage, für was sich so ein Hersteller entscheidet. Ich meine, Microsoft hat da die Macht. Wenn die sich für einen CPU-Hersteller entscheiden, dann ist das halt schon mal ein Wort, sag ich mal. Und die verdienen ja auch damit ganz schön Geld. Also ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in dem Bereich. Steffen, hast du das mit Internet Explorer offen schon, oder? Ja. Da haben wir gerade gedacht, vielleicht. Nee, aber bei mir. Soll ich mal mit Firefox probieren? Ja, weiß ich nicht. Bei mir läuft es im Internet Explorer super. Vielleicht kannst du es ja einfach mal Chrome oder Firefox probieren, weiß ja nicht. Ist aber schon Stream zu sehen, oder?
Nee. Bei mir steht noch Windows 10, geht los. Ach, Leute, es ist mal wieder das typische Problem Internet Explorer. Apropos Internet Explorer, bevor der Stream losgeht, können wir nochmal über den neuen Browser sprechen von Microsoft. Ja, Internet Explorer. Nein. Ja, der soll ja jetzt komplett getauscht werden, es soll ja jetzt komplett umgebaut werden. Ah Mensch, kaum im Firefox funktioniert die ganze Scheiße. Gut, Scheiße habe ich jetzt nicht gesagt, aber... Hallo, so geht das nicht. Es funktioniert, guckt euch das an, also ihr werdet gleich also was noch, sehen. Ja genau, dauert noch ein bisschen. Das ist ja aber, genau, Broadcast will begin at 9 a.m. Ja, das ist doch schon mal ganz gut, auf jeden Fall bekommt ihr hier alles live mit und in Farbe. Ja, das und, ist natürlich eine Errungenschaft, ne, in Farbe. Ja. Nee, muss man schon dazu sagen, ne? Klar, und nein, auch in ja. HD. Also ihr möchtet gar nicht wissen, was uns das an Aufwand gekostet hat, das ja, Ganze in HD zu machen. Das überhaupt hinzukriegen, das war ja ein Hin und Her. Wir wussten ja, glaube ich, bis gestern noch nicht so richtig, wie wir es machen. Genau, bis wir jetzt endlich einen Hoster, der nicht genannt werden möchte, gefunden haben. Ja, der das Ganze über seinen RZ streamt und vielleicht kriegen wir auch bald mal die Möglichkeit, sowas öfters zu streamen. Aber es das ist halt wirklich schön, ja. Es ist halt wirklich schwierig, sag ich mal, einen HD-Stream, also Full HD brauchen wir da gar noch nicht drüber zu plaudern, aber einen HD-Stream so zu streamen. Also wir hätten auch keine Möglichkeit gehabt über 50 Mbit, also über VDSL oder so. Das hätte auch nicht gereicht, also um euch das in HD zu präsentieren. Also da reden wir noch gar nicht von Full HD. Ja. Wirklich jetzt. Also wir haben das ausprobiert, wir haben jetzt die letzten beiden Tage rumgebastelt und wir haben jetzt aktuell eine Datenübertragungsrate von 9 Megabyte pro Sekunde. Und da läuft noch nichts. Wir sehen nur gerade Windows 10 und ja, das zieht schon gut Ressourcen, also mit der normalen Leitung. Ja. Nee, also das geht jetzt alles über ein Rechenzentrum, weil es halt nicht anders geht. Oh, jetzt. Bei mir ist der Stream online gegangen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wenn Ton da ist, werden wir erstmal ja, uns gesund halten. Der Raum ist schon mal relativ klein, muss man dazu sagen. Ja gut, ich sag mal so, das wird ja alles live übertragen, deswegen, warum große Räume? Ja, ist halt noch wunderlich, bei der Bildkonferenz waren es, glaube ich, über 5000 Leute, die reinkonnten. Ja, stimmt schon, ja. Die anderen so. Sind zu Linux gewechselt. Ja, so, jetzt nochmal ja, hier. Ne? Battlefield 4, so kommen wir zu A. Wenn man heute Battlefield 4 ab 18 Uhr spielt, bekommt man eine Beta geschenkt. Ja, das nochmal ganz kurz gesagt, jetzt live hier zu dem CEO von Microsoft hoffentlich gleich. Ja, Terry Myerson ist jetzt da. Many, many more that are joining via webcast today. Particularly, this is the second of several Windows 10 conversations we're planning to have with you. And we've got a lot to share over the next 2 hours. Boah, bei mir buffert das. The first, how the feedback we've received since introducing Windows 10 is truly helping to shape the future of Windows 10. And then, we will share the most comprehensive view yet of new experiences coming to Windows 10. You'll see Cortana like never before. You'll see entirely new ways of being productive and having fun. And you'll see some amazing new devices enabled by Windows 10. And then Satya will join us to discuss Windows and its importance to Microsoft. Now, we introduced Windows 10 last September. Let me recap the key points from that discussion. First and foremost, Windows 10 will provide a seamless transition for our Windows 7 and Windows 8 customers, including the familiar desktop and start menu. And Windows 10 will be our best enterprise platform ever, enabling our enterprise customers to be more productive than ever before, simplifying management and deployment for IT with existing enterprise apps. But most importantly, Windows 10 will protect corporate data better than ever. In fact, the hardware-based security of Windows 10 would have countered the techniques used in several of the recent headline-making attacks.
And Windows 10 will support the broadest device family ever. Of course, it will work great on the laptop and the desktop, the most productive devices on the planet with keyboard, mouse, and touch. Our hardware partners are doing amazing work in this area, introducing several new designs at CES, thinner and lighter with amazing screens. The Windows 10 Continuum Experience. Das sind natürlich jetzt alles wieder Versprechungen, Leute. Heieiei. Nur mal kurz eingeworfen, das ist der Executive Vice President von Windows. Ah ja. Ich habe jetzt mal die Untertitel noch angemacht für Leute, die vielleicht nochmal nachlesen wollen. Ja, oder wenn es ruckelt, ist vielleicht auch nicht schlecht. With Windows 10, Universal Windows Apps come to Xbox One. Okay, er sagt, Xbox One ist die beste Konsole aller Zeiten. Ne? Das ist schon hochgegriffen, aber naja. Ja gut, ich meine, der würde einen auf die Schnauze kriegen, wenn er was anders behaupten würde. Ja, klar, natürlich. Internet of Things Space. Windows 10 is the only platform that enables innovation across this broad family of devices. Developers can target all of these device types with one platform and one store. And stay tuned until later today as our device family expands. Now, since September, we have received a lot of feedback from customers, partners, and press. But the most important feedback has come from our Windows Insider program. We're humbled that 1.7 million have signed up to shape Windows 10 with us. They've installed Windows 10 over 3 million times on a broad spectrum of PCs. This is a testament, I think, to not only the quality of Windows 10 this early, but the commitment these insiders are showing to the program. Collectively, these insiders have shared with us over 800,000 pieces of feedback on over 200,000 topics. And our team is really embracing this feedback and leaning in to this new open development process. And I wanted to let you hear directly from the engineers on the team. The Windows Insider program is a global program. It provides essential feedback directly to Microsoft and directly to the hands of the PMs and developers building the product. We went through the effort to ask questions and give our engineers questions and give our engineers the capability. Back because we want to make the best possible product that we can for you. It will result in a better global product for Windows. Windows Insiders are hugely important to us. We love you guys. We see our relationship with ja, der kleine nette Werbefilm zum Windows Insider Programm, ne? Ja, wenn es jetzt laufen würde, hier der Stream hängt gerade ein bisschen.
gerade hier drüber, den Stream wieder zum Laufen zu kriegen. So nebenbei, was er vorhin noch erwähnt hat, es gibt eben diese Universal Apps, die, also ein Entwickler tut quasi eine App programmieren und die läuft dann in Windows 10 auf Windows Phone und auf der Xbox und nur die Oberfläche wird angepasst. Ja. Und vor allem auch einheitliche App Stores. Anders bekommen sie ja nicht Apps. Ja. Windows has always been grounded. So, jetzt scheint er wieder zu laufen, der Stream. Also es. Ja, jetzt doch, jetzt geht er wieder. Ja, die Server qualmen auch ein bisschen bei Microsoft gerade. We think of these areas, three areas, as moving Windows from our heritage of enabling a single device to what we're calling more personal computing. The first of these areas was mobility of experience. The number of smart devices that families are. Floating all around us. It should be easy to put one device down and pick another up, pick another and continue where you left off. The technology needs to get out of the way and provide mobility of the experience. The second area was trust. In our connected world, we know that people care about their privacy. And so do we. So everything we do puts the customer in control. Because you are our customer, not our product. And the third, natural interactions. Interacting with technology should be as natural as interacting with people. Voice, pen, gestures, and your gaze should help you get more out of your devices in an additive and intuitive way. The right interaction in the right way at the right time. So I want to share with you two cinemagraphs we created back then during the earliest days of Windows 10. Before we wrote a line of code, we wanted the team to be visualizing the world in which Windows 10 would live and how Windows 10 would add value for our customers. These cinemagraphs inspired us and got us dreaming about more personal computing. First, we envisioned the workplace. There's that explosion of devices, many running Windows, some not. And while these individual devices offer value, they struggle to work well together. The apps are different. The content is hard to move around between my devices. And not only my devices, but those of my colleagues in the company. Every meeting starts with a dance about how to project, or ends with this discussion about how do we get meeting notes out or the whiteboard out to everyone involved. The mobility of the experience just isn't there. You should be able to print with a flick or transfer a Skype call with a simple nap. And businesses need to trust that their corporate data is protected and managed as it moves between all of these devices. We were inspired to bring more personal computing to the workplace. And then at home, we had that same explosion of smart devices. PCs, phones, tablets, game consoles, smart appliances, and innovative new devices like wearables. Whether doing homework or playing a great game, the opportunity is there
to make an experience that is more mobile across the devices. We see a world where you can share that experience across all the devices, using ink, voice, gestures, and gaze, making technology really come to life. And with devices being brought home from work, and younger kids having their own devices, it's important that our customers' privacy is respected and they trust the devices and the experience. Okay, bei mir ist jetzt gerade der Stream weg, muss ich ehrlich sagen. Ist er bei euch noch da? Also bei mir ist er jetzt auch gerade weg. Ich glaube, die also, haben ein allgemeines Problem. Jetzt kann ich mal kurz bei dir aus? Bei mir hängt er allgemein zwischendurch. Achso, okay. Also man kann mal dumm. Kurz zusammenfassend sagen, dass es so drei Überthemen gibt. Also quasi Windows 10 soll halt mehr, also noch mehr helfen, noch mehr unterstützen. Es soll auf jeden Fall vertrauenswürdiger sein und Datenschutz wird auch wieder soll groß geschrieben werden. Und das soll auch noch benutzerfreundlicher und leichter werden, weil das Team von Microsoft eben das Problem sieht, dass es einfach zu viele Geräte gibt und dadurch auch sehr viele Kompatibilitätsprobleme entstehen. Und das wollen sie quasi mit Windows 10 so ein bisschen angehen. Ja gut, das ist eine Baustelle, die sehe ich sowieso immer bei Windows. Man muss das beim Mac halt immer differenzieren. Windows muss so viele verschiedene Treiber unterstützen, so viele verschiedene Plattformen. Und beim Mac ist es halt mehr oder weniger immer die gleiche Hardware. Und deswegen, sage ich mal, ich will jetzt Microsoft nicht in Schutz nehmen, aber deswegen kann man verstehen, dass es nicht immer so gut läuft. Und jetzt ist der Stream bei mir auch weg. Jetzt lade ich den mal kurz neu. Moment. Also zusammengefasst, Windows war immer gut und wird immer bleiben vom Stream her. Ja, doch, kann man so sehen. Also sie wollen halt quasi, es soll dann wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, das Ganze soll einfach zusammenwachsen, sag ich mal. Die Geräte sollen verwachsen, dass es eben Windows dann eben auf PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, Xbox und so weiter und so fort eben geben wird und das alles miteinander kompatibel ist. Zum Thema Kompatibilität. Der neue Browser soll angeblich mit Chrome-Add-ons kompatibel sein. Ja, wenn er denn auch. Also bei mir kommt der Stream läuft. Wieder. Echt, ja, bei mir noch nicht. Doch, jetzt. Windows Phone 8.1. Ja, man muss sich überlegen, wie viele Leute da jetzt gerade drauf zugreifen. Also das ist natürlich schon eine Menge. Ja, wieder da. Also Leute, es liegt nicht an unserem Internet, kann ich schon mal sagen. Also wir haben da wirklich 100 Mbit synchron und ja, deswegen. Also ich möchte mich natürlich schon mal entschuldigen für etwaige Fehler heute im Livestream, weil wie gesagt, wir machen das zum ersten Mal. Aber das ist definitiv, wir haben da genügend Bandbreite. Das ist einfach ein Problem, ja, das Microsoft hat mit den vielen Zugriffen. Was mir gerade einfällt, dass man einfach ein paar Sekunden zurückgeht bei uns. Das geht auch super. Ja, ach so, du meinst jetzt bei unserem Stream, dass man einfach mal einen zurückjumpt. Ja, dass man einfach so 30 Sekunden zurückgeht, das sollte ja reichen. For our Windows developers. Not only can they target all device types with one application, PCs, phones, tablets, Xbox, the Internet of Things, but now they can. Nenn es einen monumentalen Tag heute für Windows, also muss ja schon was kommen. Wo ich ja ganz ehrlich bin, also so die großen Innovationen habe ich heute ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich meine, die große Innovation war für mich eigentlich. Bisher immer noch die größte von Windows XP auf Windows Vista, obwohl das ein scheiß Betriebssystem war, aber da war sehr viel neu, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Was noch kurz angehängt werden kann, der Upgrade von Windows 8.1 oder von Windows 7 gilt der Umstieg, das ist ein Jahr lang kostenlos.
Das ist doch schon mal verlockend, sag ich mal. Windows Development Platform ever. And what about the enterprise? Mir leckt der Stream ständig wieder. Schlimm. The way Windows works today with long-term branches and long-term support. However, the best practice for most enterprises. Ja, David, ist doch klar, das nächste Mal setzen wir uns einfach mit dort rein. Reisen wir einfach nach Amerika und setzen uns da rein. Live, machen einen Livestream für QSO4U. The best security and the best productivity functionality over time as soon as they are available. When you take back and consider the Also mit der Security, das möchte ich mal, naja, lass mal erstmal so stehen. Unkommentiert, dass Windows Security-mäßig super ist. Ja, gut. Es kommt halt auch immer auf den Nutzer an, muss man dazu sagen, glaube ich. It's great for the security of our enterprise customers. Windows 10 is so much Naja, sicherer kann auch sein, dass sie zwei Sicherheitslücken gefixt haben. Ja, das ist immer relativ, ne? Also wie man es halt sieht. Oder halt zum Beispiel noch eine Abfrage mehr, wie damals bei Windows Vista. Wollen sie wirklich machen? Oder bei Windows 8 das integrierte Virenprogramm, was irgendwie schlecht ist. Defender, ja, ja. Wäre besser gewesen, hätte den anderen Anbieter gekauft. Four of our leaders to show you more of Windows 10. First, Joe Belfiore will join us yeah. to show you the most productive Windows 10 experiences ever on PCs, 2-in-1s and PCs, 2-in-1s ja, and tablets. And for the first time, Windows 10 on a phone. Then Phil Spencer will join us to discuss gaming on Windows 10. And then Hyatt Gallo and Alex Kittman will join us to discuss two entirely new Windows experiences. So please join me in welcoming Joe B. Morning. Hi there. So jetzt haben wir Joy Belfiore, der ist Corporate Vice President Operating Systems. Ja, Joey. And I'm excited to be here today with all of you to give you a Ja, sorry. Joe. And how we've updated across that wide range of devices. Jetzt wird's interessant. So, are you all ready? Okay, jetzt wird's echt interessant. Yes, demo. Yeah, all right. Ja, wir kriegen eine Demo. The first thing I